Dieses Festival ist kein Open Air wie jedes andere. Beim Lott-Festival in der Hunsrück-Gemeinde Ravers-Beuren haben am Wochenende über 6000 Zuschauer jeden Alters ein Fest der etwas anderen Art gefeiert. Es ist ein Fest ohne Einlasskontrollen, ohne Pitbull-gesichtige Security vor der Bühne. Mit einer Zielgruppe, die Kleinkinder, 60-jährige Punker, Althippies, Studenten und Lehrer umfasst. Und den Besuchern gefällt es. Die Musik ist nicht so mein Fall, aber ich komme gerne hin wegen der Atmosphäre einfach, weil hier ist auch nie Stress oder irgendwas. Man hat hier, kann hier immer gut feiern mit vielen netten Leuten und das ist das Tolle an der Lok. Gute Musik hier und nur junge Leute, viel Alkohol. Nette Leute, habe ich schon gesagt, ja, aber da kann man auch selber sagen. Die Leute sind hier sehr nett und sozial. Also ich find's sehr, sehr nett. Also kann man schon gerne. Ich war ja schon dreimal und so. Aber ist schon sehr gut. Auch die Stände teilen sich nicht die üblichen Groß-Event-Verdächtigen. Da wird indianische Pfanne nach Hopi-Rezept gewurzelt, andere verkaufen Batiktücher, geschnitzte Amphibien oder afrikanische Holzmasken. Und die Bands? Die spielen beim Drei-Tages-Festival zwar eine nicht ganz so dominante Rolle wie bei anderen Festivals dieser Größe, aber clever zusammengestellt war auch die 2008er Auflage. Ein Höhepunkt des Samstags war etwa Mary Greenwood, eine Band, die aus behinderten und nicht behinderten Musikern besteht. Traditioneller Abschluss war am Sonntag der Auftritt von Crazy Chrissy and the Chrissy Bears. Am Freitag stand hingegen Indie und Britrock im Fokus. Zu hören gab es etwa Amplifier. Weitere Bands am Abend waren etwa Slut und Polarkreis 18. Und für die kleinen Besucher gab es reichlich Unterhaltung. Unter anderem war auch der kleine Zirkus Baloo zur Lott angereist. Gitarrendesigner Stuart Malcolm Bilcock aus Moorbach schätzt dann auch das Großfamiliäre des Festivals. Interessantes Festival, gemischtes Publikum, nette Leute, gut organisiert, Eintritt ist angemessen. Ja, die Bands sind sehr abwechslungsreich. Generationsübergreifendes Festival ist genau das Richtige. Auf seine Fingerknöchel hat sich Bilcock einst Peace tätowieren lassen. Ein Motto, das man auch der Lott verpassen kann, diesem Fest der etwas anderen Art.